Herzlich willkommen bei Eshas Tarot bei den kurzen Wochenimpuls. Wir sind in Kalenderwoche 51 beim Sternzeichen Zwillinge. Das ist die vorletzte Kalenderwoche für dieses Jahr und die beginnt am 19. und endet am 25. Dezember. Und dann wollen wir nochmal schauen, was jetzt so über die Feiertage für euch da auf euch zukommt, was wir da in den Tarotkarten sehen. Nochmal ganz spannend zu erwähnen, am 21. Dezember ist die Wintersonnenwende. Das ist nochmal so eine Zeit, wo die Intuition etwas stärker wird, wo du auch sehr gerne auf deine Intuition vertrauen darfst. Also Kopf an und lieber aufs Bauchgefühl hören. Sie wird tatsächlich auch ein bisschen klarer. Zusätzlich sind wir jetzt auch schon in den Rauhnächten und auch da könnt ihr euch gerne meine Videos zu den Rauhnächten nochmal anschauen, wenn ihr da Lust auf Rituale habt. So, hier haben wir schon mal die 7 Münzen. Also ich habe jetzt gerade auch in den letzten Videos gesehen, es wird eher eine Zeit der Ruhe, eine Zeit des Zurückblickens. Ja, das sind absolut Ruhekarten bei dir, lieber Zwilling. Wir haben hier mit den 7 Münzen, haben wir hier tatsächlich einen Mann, der schaut sich an, was er angepflanzt hat, beziehungsweise was da so auf ihn zukommt. Verzeihung, ich bin noch ein ganz kleines bisschen erkältet, wollte euch das aber jetzt nicht vorenthalten. Mit den 7 Münzen habt ihr tatsächlich eher so eine Ruhephase. Also dieser Farmer, der guckt jetzt erstmal, was ist da in meinem Boden gewachsen? Wie groß sind die Früchte? Hat das was gebracht, was ich getan habe? Mit dem Gehängten haben wir hier auch eine Ruhekarte. Eine Karte, die sagt, du bist erstmal gefesselt. Da gibt es für dich erstmal nichts zu tun. Selbst wenn du etwas tun wollen würdest, kannst du es nicht. Hier ist tatsächlich eher so eine Zwangspause. Und ich habe das Gefühl, auch hier bei dir, lieber Zwilling, du sollst so ein bisschen resümieren. Gucken, was hat das Jahr für mich gebracht? Was sind meine Entscheidungen gewesen? War das was Gutes und was kann ich daraus bringen? Hier ist tatsächlich viel Kopfarbeit gefragt. Hier ist tatsächlich viel das Leben überdenken, die eigenen Entscheidungen hinterfragen. So eine Phase ist das eher. Kein aktives Handeln, sondern eher darauf zurückblicken, was hat das Jahr für mich gebracht, beziehungsweise was war da gut und was war da schlecht. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit der Legung ein bisschen was anfangen. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliche und magische Rauhnächte und bis zum nächsten Mal.